Die verrücktesten Döner Berlins. Oh, er ist am Kuhdamm. Hier an diesem Ort. Nee, das ist Kreuzberg. Nee. Ach, dieses Ort da in Berlin. Da wurde ich so oft nach Drogen gefragt. Boah. Und ich habe natürlich ja gesagt. Ist auch klar, die waren im Angebot. Der nächste Ort in Berlin immer noch, sag ich euch, wie es ist, ne? Ich würde sagen, heute richtig heftiges Format. Wir testen nämlich die verrücktesten. Wettner geht direkt zum Sucuk-Döner, weil der ist genau hier links. Döner Berlins. Und der erste ist wieder hier am Kottbusser Tor. Wir waren ja schon mal. Ja, Kottbusser Tor. So eine Gammelgegend. Also ohne Berlin zu fronten. Kottbusser Tor war einer der ekelhaftesten Gegenden, die ich je mal leben war. Ich wurde so viel nach gefragt. Der ganze Boden war voll kacke, ey. Ich fand's furchtbar. Jahr hier, da war auf jeden Fall Sucuk-Döner am Start. Aber hier soll es auch einen Chili-Cheese-Döner geben. Und genau. Den werden wir heute mal testen. Sucuk-Chili-Cheese. Heute richtig viele Dönerarten am Start. Hundertprozentig. Söner, oder? Komplett Schokodöner. Heute werden wir noch einen einzigartigen Käsedöner essen, der wirklich vom Spieß Käse runtergeschabt wird. Und wir werden noch einige Food-Trends testen. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir starten direkt mal rein. Hier befindet sich der. Ich hoffe, er schmeckt. Okay, Leute, wie gesagt, hier gibt's den Chili-Cheese-Chicken-Döner. Hört sich richtig geil an. Wer von euch würde mal einen Chili-Cheese-Döner essen? Ich würde auf alles einen Chili-Cheese-Döner essen. Aber sowas von. Sieht schon mal krass aus, ne? Oh, Digga, das sieht richtig geil aus. Guten Morgen, Digga. Alles Salat drauf. Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen muss, extrem gastfreundlich. Hier ist alles drauf. Chicken-Döner, der hat noch frittierte Gemüse draufgepackt. Also wirklich alles dabei. Muss mal testen, ob es cool ist. Bruder, alles gut? Ja, ja, Bruder. Digga, der ist doch 8. Der darf gar nicht auf YouTube. Ciao, ciao. Okay, ich würde sagen, wir testen den mal kurz. Testen wir mal das Riesending. Auf jeden Fall ist er riesig. Der ist schön spicy. Boah, ich liebe ja scharf. Richtig saftig. Die Soßen schmecken nice. Also diese Käsesoße ist gar nicht mal so doll. Die ist eher dezent. Ich dachte schon, der nimmt mich mit, Alter. Chili Cheese, voll geil. Wir haben so richtig scharfe Note. Wer auf scharf steht, muss auf jeden Fall sich das Ding ziehen. Dann die ganze Soßen, die am Start sind, die auch überall hier rumkleben. Mega heftig. Endlich mal ein Schwein. Gefällt mir, Tom. Genau so, Tom. Komm in die Schweinearmee. Willst du auch mal probieren? Natürlich, ich liebe Käse. Mm. Passt halt voll geil zusammen. Schmeckt gut. Also, Jungs, ich muss noch mal kurz hier vorbeischauen, denn Söhner. Ah, oh, der Söhner. Ich muss sagen, ich fand's gut, aber nicht so mein Ding, so ein Sucuk-Döner. Man stellt sich Sucuk-Döner so geil vor, aber so geil war es nicht. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken, ist oben verlinkt. Wie gesagt, ist ein Sucuk-Döner, aber habe ich schon drüber gefilmt, deswegen könnt ihr es auf jeden Fall abchecken. Vielen Dank, guck. Sollen wir mal filmen? Ich hab was, was du noch nicht gefilmt hast. Ja, was hab ich noch nicht gefilmt? Komm, hast du schon mal eine freaky Melone bekommen? Eine freaky Melone? Ja, komm, Christoph. Digga, der Typ will ihn doch essen, Alter. Prost. Machst du ihm auch eine Ananas oder Melone lieber? Ich mag Ananas mehr. Kommt sofort. Ey, okay. 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 Marketing-Genie. Guck mal, die Löcher sind schon fertig. Freaky Fruit. Oh, Bruder, mach einen Trick. Oh. Digga, was ist das für ein Kind, Digga? What the fuck? Was ist mit dem los? Da mach einen Trick. Okay, der Bruder, der will leben, der Junge, der will leben. Boah, wow, geil! Ey, das ist wirklich geil. Berlin ist, was Essen angeht, richtig cool. Geil, ist aber ein bisschen Milch drin. Schmeckt, Digga. Kann man weiterempfehlen, Leute. Freaky Fruit, auch direkt neben Söhner, wie gesagt. Ich würde sagen, es geht weiter mit der Dönertür. Okay, Leute, nächste Station, Hallisches Tor. Hier, gar nicht so weit entfernt vom Kottbusser Tor, gibt es einen Schokokebab. Den freue ich. Oh mein Gott, Schokokebab. Hallo, Leute. Nein, wirklich. Alter, hätte ich Bock, einen fucking Schokokebab in mich reinzustopfen. Ich bin mal echt gespannt, wie der schmecken soll. Ich kann es mir null vorstellen. Also, es sieht aus wie so ein Dönerspieß mit Schoko. Stell dich vor, Dönerbrot, ne? Dann, du schmierst an die Seiten Schokolade. Dann habt ihr hier gesehen, hier seht ihr, das ist so ein Schoko abgeraspelt, rein. Und oben drüber Schokosoße. Wer wäre dabei? Ich wäre dabei, Alter. Ich wäre sowas von dabei, ne? Nee. Zum Kotzen. Ja, okay, ehrlich, zu viel Schokolade. Ich sag ehrlich, ja, zu viel Schoko. Aber ich sehe auch ein paar Yes. Emily wäre dabei, gefällt mir. Das wäre zu geil, so Nutella, danach so... Das wäre ein Schokoerlebnis. Einfach nur herrlich. Schau mir mal an, wie der Schokodöner ist. Das ist der Söhner. Das ist der Schokodöner. Es ist halt wirklich so eine Schokolade in einer Dönerform und dann hat. Schaut euch den mal an, der ist wirklich wie am Spieß. Leute, Gott, das ist einfach so ein Kartoffelschäler. Guckt euch das mal an, echt wie beim richtigen Dönerladen. So, Leute, das Meisterwerk ist da. Guckt euch das mal an, ich muss das. Was ist das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Pisse? Bin ich bei Wonder Waffle oder was? Was ist das für ein Gemüseladen? Was ein Trash, Digga. Zu sagen, erinnert ein bisschen an so ein Pancake, aber ich alles drauf, Banane, Kiwi. Digga, Leute, ihr könnt aus der Gruppe, das lohnt sich gar nicht, Digga. Was ist das für ein Käse, Alter? Wenn ich dir einen Schokodöner mache, dann wirst du auch Diabetes kriegen dadurch. Alles drauf, was geht. Wir machen das mal auf, guck mal hier an. Hier ist das Scheibenfleisch. Das ist so wie Nougat. Echt? Mhm. Oh, das ist voll rein. Digga, Döner mit Messer und Gabel. Tom, du warst doch schon ein Schwein, Tom. Sehr stark an einem Crepe, aber sehr geil.
So Leute, ich muss sagen, echt sympathischer Typ. Ah da, ja, da kommt's. Auf jeden Fall den Laden ab, Daisy Café. Ich habe auch schon mit ihm drüber gesprochen und hier haben wir nochmal, wie ich mir das vorgestellt habe, einen richtigen Dönerbrot mit Schoko und alles. Ja, Tom, komm wieder in die Gruppe, Tom. Leute, was haltet ihr von diesem... Tom ist wieder eingeladen, Leute. Ich mach vor den mit süßem Teig. Ich muss jetzt mal probieren, vielleicht schmeckt er auch so. Das war jetzt eine kleine Kreation. Ich beiß einfach mal rein, oder? Oh, geil. Schmeckt. Wenn das Brot durchkommt, ist es eher ein bisschen unangenehm. Aber wenn man da einfach mehr Zucker reinmacht... Digga, meine Marktidee, ich sag euch ehrlich, der auf jeden Fall der schnellste ist, macht so einen Schokodöner mit... Nee, der mein Schokodöner wird nochmal wilder. ...geilem Blätterteig, Brot und dann das Ding geht übelst ab. Vielleicht ja, Leute, das Ding wird übel abgehen. Alter, Leute, ich sag euch, falls ich mal einen Dönerladen aufmachen sollte, irgendwann, ihr kriegt Döner, die werden verrückt. Vielleicht mache ich auch mit ihm Döner zusammen. Bald gibt's hier den Tom Supreme Schokodöner. Ey, der Typ ist voll geil. Der ist genau wie ich, so ein Schwein. Tom, lass uns doch einfach Freunde mal sein. Tom, das gefällt mir. Käsedöner, ich bin so gespannt. Ich habe schon so geile Sachen. Käsedöner, der sieht ja richtig scheiße aus hier links. Aber ich lass mich überraschen. Der soll echt krass schmecken. Es soll Bacon geben, Lachs, ganz verschiedene Sachen, wo ich noch nie von gehört habe. Ich muss sagen, der Käsedöner sieht echt schäbig aus. Nur hier zwei Käsescheiben draufgespießt. Aber vielleicht schmeckt's ja. Also ich sag mal ganz ehrlich, Leute, was ist lecker? Käse ist lecker, Döner ist lecker. Digga, natürlich wird's zusammen gut schmecken, natürlich, oder? Aber wir sind ein bisschen zu spät. Ich habe gerade schon mit dem Eigentümer geredet. Der Stab ist leider schon leer. Ja, scheint anscheinend zu laufen. Aber Räucherlachsdöner, habt ihr sowas schon mal mitbekommen? Auf jeden Fall nicht. Crispy Bacon, das ist mein Favorit, glaube ich. Es gibt auch Sucuk. Geschmolzener Käse, mittelscharfe Peperoni, Pfanngemüse, Krautsalat, Knobi-Rinderwurst. Deutsche machen mich fertig. Guck mal. Sucuk oder Knobi-Wurst? Sucuk ist so ein geiler Name. Was sagen die Deutschen? Knobi-Wurst. Mensch, Matthias, reichst du mir mal die Knobi-Wurst? Die merke ich jetzt schon. Und Sucuk gibt's ja auch. Okay, Leute, hier ist... Oh mein Gott. Oh, der ist da nicht bewässert. Richtig käsig sieht der jetzt nicht aus, Leute, aber... Leute, ist das ganze Ding hier voll. Guck mal, das will ich enttäuschen, jetzt mal ehrlich. Habt ihr euch so einen Käsedöner vorgestellt? So mit zwei Scheiben? Das ist doch Käse. Alter, den muss ich probieren. Warte kurz, warten wir noch kurz auf deinen Lachs. Und dann testen wir den. Und hier haben wir auch noch Lachs, Honig, Senf, Käse, Bohnen. Lachsdöner finde ich aber dann schon so. Danke dir, Kollege. Der hat mehrere Locations. Jetzt sind wir gerade hier extra voll weit hergefahren. Welchen willst du? Ich halte den anderen so lange. Wie jetzt? Okay, jetzt haben wir einen Blick. Okay, Leute, jetzt können wir analysieren. Warum sind da nur zwei Nachos drin? Guter Dönermann, wir sind fett. Lachs probieren. Okay, der Lachsdöner. Oh, dieses Brot sieht doch so lecker aus. Oh, geil, käsig. Alter, das ist das krasseste. Echt? Weil ich immer... Digga, sie ist einfach ein Schwein. Ehrlich, wie Glück hast du, Tom, eigentlich? Du hast einfach eine Freundin. Sie ist ein Schwein, Tom. Schmeckt so voll, du geräuchert, aber nicht... Ey, voll die Süßen, Alter. Hörst du denn dann so? Wie so ein Sandwich mit der Käse. Entspann dich, mein... Ich bin geflasht, Junge. Was ist das denn? Das hab ich noch nie gegessen. Oh, ist ja voll pervers. Aber ich muss sagen... Geil! Ich hab so Bock, Digga! Bacon, Röstzwiebeln, Nachos. Röstzwiebeln, Nachos, Bacon! Oh, Digga, du hast mich. Man denkt sich so, Lachs schmeckt scheiße. Aber der Junge, ganz andere Dimension. Ey, vielen lieben Dank. Dankeschön für das Video, Tom. Das hat mich sehr befriedigt, Tom. Ich esse wirklich deinen Arsch. Also, Tom, wirklich vielen lieben Dank. Dankeschön.